Für alle Roadtrip-Fans, es ist wieder soweit. Wir fahren mit dem Smart ED, also Electric Drive, 170 Kilometer in einem Roadtrip nach Heiligenhafen von Kiel aus. Hallo und herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog, Beratung, Seminare und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Ja, diesmal ist es kein Tesla oder ein anderes Elektroauto mit einem riesigen Akku, sondern wir fahren hier mit einem Smart Electric Drive, der 17,6 Kilowattstunden nutzbar im Akku ursprünglich mal hatte. Wenn man das so ganz grob über den Daumen rechnet, fahren wir hier also mit 1,8 Liter Treibstoff-Äquivalent durch die Gegend. Und das ist natürlich nachvollziehbar, dass selbst bei den effizienten Elektromotoren eine Reichweite, wie man sie von anderen Elektroautos kennt, nicht zur Verfügung steht. Sprich, wir schauen uns jetzt mal hier in diesem Video an, wie weit die Reichweite an diesem Tag. Es war ein sonniger Tag Anfang Mai 2020 mit 15 bis 18 Grad. Wie weit die Reichweite war und was uns alles begegnet ist auf dieser Reise und wie wir es geschafft haben, dass wir die 170 Kilometer hin und zurück gekommen sind. Der Smart hat nicht, so wie andere Elektroautos, einen komplizierten Tripplaner, bei dem man ganz genau weiß, wie lange man mit der Energie in der Batterie die gewünschte Route fährt, sondern hier wird einfach auf der Basis der bisherigen Verbräuche eine mögliche Reichweite für den Tag und das Wetter angezeigt. In dem Fall waren es 98 Kilometer Reichweite. Und dann muss man sozusagen selber für sich kalkulieren, wie weit die Reichweite bei der Strecke geht. Das machen wir zum Beispiel mit dem A Better Route Planner, wo man dann ganz genau das Auto auswählen kann und dann Start und Ziel eingibt und auch noch die Ladungen kalkulieren kann. Den Roadtrip nach Heiligenhafen haben wir nicht allein gemacht, sondern wir hatten noch einen anderen Exoten, zumindest in Deutschland Exoten dabei, nämlich die elektrische B-Klasse von Mercedes, die uns hier begleitet hat. Und im Vergleich zum Smart eine wirklich große Batterie und eine entsprechend höhere Reichweite hatte, sodass wir hier zwar dann gemeinsam in Heiligenhafen laden mussten, aber die B-Klasse ist fast auch ohne Laden geschafft hätte. Wenn wir mit dem Smart ans Reichweitenlimit gehen, müssen wir natürlich ein bisschen die Kilometer im Blick haben. Hier haben wir jetzt die Restkilometer von 62,3 Kilometer. Und dann kann man hier auf dem Display sehen, dass wir noch 86 Kilometer haben. Das heißt, sieht relativ gut aus. Wenn wir den zurückdrehen, dann sehen wir den Durchschnittsverbrauch. Bisher haben wir 15,1 Kilowattstunden. Das heißt, ich kann im Prinzip hier die Durchschnittskilowattstundenanzeige als Barometer nehmen, denn ich weiß, ich habe 17,6 Kilowattstunden in der Batterie mal gehabt. Wie viel wir genau jetzt noch in der Batterie aufgrund der Degradation, also Batteriealterung haben, weiß ich nicht. Ich habe das noch nicht ausgelesen. Aber ich denke mal, dass das schon noch so 16 Kilowattstunden sein werden. Dementsprechend alles, was sozusagen unter 16 Kilowattstunden ist, bedeutet entsprechend 100 Kilometer Reichweite. Ganz grob kann man beim Smart auch so als Daumenregel sagen, 1% State of Charge, also Akkufüllstand, ist 1 Kilometer. Das heißt also sozusagen mit 100% kommt man 100 Kilometer weit. Denn im Winter waren es so 65 bis 70, im Sommer sind es aber durchaus so 120 Kilometer, die machbar sind, abhängig natürlich immer vom Fahrprofil. Wir fahren jetzt also auch selbst hier auf der Autobahn, wo man eigentlich 100 fahren kann, fahren wir nach Tacho 95, 90 so in dem Dreh. Und das ist so echte Geschwindigkeit, 85 Kilometer pro Stunde. Das ist so der Bereich, in dem der Smart gut vorankommt, aber nicht zu viel verbraucht. Denn sobald es dann in Richtung 100 km/h oder sogar 110 km/h geht, dann verbraucht man durchaus mal über 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und dann kommt man natürlich mit den 17,6 nicht ganz so weit.
Wenn man eine Tour von 170 Kilometer plant und im besten Fall 120 Kilometer Reichweite hat, ist es natürlich keine Überraschung, dass man dann unterwegs laden muss. Das macht man natürlich beim Elektroauto immer dann, wenn das Auto sowieso rumsteht. Also sprich, in unserem Fall in Heiligenhafen, während wir uns den Ort, den Strand und so weiter angeguckt haben. Das bedeutet, ich habe natürlich im Vorfeld über das Ladeverzeichnis, und zwar ist das hier auf dem iPhone eine App, Charge EV heißt die, die auf das Going Electric Ladeverzeichnis zugreift, geschaut, welche Ladestationen es dort gibt. Im Minimalfall sollte natürlich am Ziel eine Ladestation sein, aber gerade bei solchen Ausflugszielen wie am bekannten touristischen Ort Heiligenhafen am Meer macht es natürlich Sinn, dass man auch noch Ausweichpunkte hat, denn es kann ja sein, dass auch noch andere Elektroautos dort laden. Und da wir nun auch noch mit zwei Autos dorthin gefahren sind, war der Bedarf natürlich doppelt so hoch. Insofern war das ganz gut zu sehen, dass in Heiligenhafen insgesamt vier Lademöglichkeiten, also vier Ladestationen mit, ich glaube, insgesamt sechs Lademöglichkeiten vorhanden waren. Und unser erstes Ziel war, im Hafen die Ladestation anzufahren. Dort ist gleich direkt daneben auch noch eine Schnellladestation, aber das ist für den Smart nicht relevant. Der kann 22 kW laden, sprich, er ist an einer ganz normalen Typ 2 Ladestation mit 22 kW bestens aufgehoben und braucht jetzt nicht irgendwie so einen Triple Charger, wo er dann noch schneller laden kann, denn dort ist gelegentlich mal 43 kW, aber er kann ihm halt nur 22 kW. CCS braucht er auch nicht. Das gleiche war auch bei der B-Klasse der Fall, die ja nur mit 11 kW an Typ 2 laden kann. Insofern sind wir dorthin gefahren mit einem relativ sicheren Gefühl, dass wir laden konnten. Und so war das dann auch der Fall. Während wir dort den Ort besichtigt haben, sind die Autos geladen worden und Asche auf unser Haupt. Kurz bevor wir dann mit unserem Spaziergang fertig waren, waren die Autos sogar schon fertig. Das heißt, wir haben für kurze Zeit die Ladestation blockiert, aber entsprechend auch die Autos dann im Blick gehabt. Wäre jemand gekommen, hätten wir dort natürlich direkt abstecken können. Denn das Gute ist, dass die Parkgebühren während des Ladevorgangs nicht anfallen und somit wir dort kostenlos stehen konnten. Als wir nach dem Laden ins Auto gestiegen sind, hatten wir eine Reichweitenprognose von 111 Kilometer. Das lag daran, dass wir auf den 84 Kilometern für die Hinfahrt nur 14,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht haben. Insgesamt haben wir im Durchschnitt jetzt 17,8 Kilowattstunden verbraucht. Ja, auf geht's zum Rückweg. Auf dem Rückweg sind wir dann wieder durch das schöne ländliche Schleswig-Holstein gefahren. Und da wir jetzt bei der Rückfahrt gegen den Wind gefahren sind, haben wir 15,2 Kilowattstunden und nicht 14,6 pro 100 Kilometer verbraucht. Wir mussten auch noch einen kleinen Umweg in Kiel fahren, weil es dort einen Stau gab, sodass jetzt laut Tacho im Auto wir insgesamt 173 Kilometer gefahren sind. Als wir zu Hause angekommen sind, hatten wir noch 26 Kilometer Rest oder 21% State of Charge. Das heißt, wir hätten also 115 Kilometer insgesamt fahren können mit diesem Verbrauch bei der aktuellen Batteriegesundheit. Als Fazit lässt sich sagen, Ausflüge von 80 bis gut 100 Kilometer sind durchaus mit dem Smart machbar, wenn man am Ziel eine Lademöglichkeit hat oder der Ausflug an sich nur 100 Kilometer lang ist. Vor allen Dingen im Sommer. Im Winter muss man hier wirklich deutlich sagen, dass die Reichweite runtergeht. Wir haben den Smart ja im Winter überführt und dort hatten wir auf der Autobahn eine Reichweite so von 80 bis 90 Kilometer bei der gleichen Geschwindigkeit, die wir auch auf der Landstraße gefahren sind, so laut Tacho immer so zwischen 85, 90, 95. Also ich bin ja mit dem Tesla vorgefahren mit Strich 85. Allerdings hatten wir im Winter die Heizung nicht an.
Und insofern hätten wir das gemacht, wäre der Unterschied noch mal deutlich größer gewesen, wahrscheinlich eher dann so in Richtung 50 Kilometer Reichweite. Ja, soweit zum heutigen Roadtrip. Schön, dass du mit dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen, Kommentare oder Korrekturen hast, freue ich mich darüber, wenn du sie unter dem Video hinterlässt. Wenn du noch nicht mein Abonnent bist, freue ich mich, wenn du es wirst. Das geht ganz einfach. Klick hier auf das E-Auto und Point of Interest. Wichtig ist auch, stell die Benachrichtigung ein, denn so kriegst du die Informationen, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns in diesem Video wiedersehen. Also bis dann, dein Dirk Henningsen.